Das heutige Thema ist Funk. Damit möchte ich mal beginnen mit dem Seefunkgerät. Ich habe hier ein Handseefunkgerät. Hier ist nochmal ein fest eingebautes Seefunkgerät. Damit kann man sich auf dem Wasser verständigen. Da haben wir den Kanal 16 erstmal. Das ist der Notkanal. Also jeder, der irgendwie in Not ist, ruft auf Kanal 16 um Hilfe. Und dann gibt es Revierkanäle. Das wäre hier für die Elbe in unserem Bereich der Kanal 71. Auf dem kann man jede Stunde immer um 5 nach halb Nachrichten hören. Da werden Nachrichten über Wetter, über Schiffsverkehr und über Besonderheiten im Revier bekannt gegeben. Das sollte man anhören. So ein Funkgerät bedienen darf nur derjenige, der entsprechend ein Funkzeugnis besitzt. Da gibt es dann auch verschiedene Zeugnisse für den Sportbootbereich, für die Seefahrt. Um ein Sprechfunkzeugnis zu machen, muss man auf eine Sportbootschule oder eine Seefahrtschule gehen. Der normale Funklehrgang bei der Feuerwehr reicht dafür nicht aus. Mit dem darf ich nur unsere Feuerwehrfunkgeräte bedienen. Für dieses Gerät muss ich extra eine Lizenz haben. Frank hat euch eben was über das, über den Seefunk erklärt. Nun möchte ich euch etwas über den Feuerwehrfunk erklären. Wir haben einmal die analoge Funktechnik. Das 4-Meter Band ist dazu da, um mit der Leitstelle zu kommunizieren. Also, dass alle das wirklich hören. Das 2-Meter Band ist für den Einsatzstellenfunk gedacht und ist örtlich begrenzt. Das ist das Digitalfunkgerät. Da gibt es zwei verschiedene Modis. Einmal für den Einsatzstellenfunk gedacht und einmal auch zur Kommunikation mit der Leitstelle. Vorteil hierbei ist es zum Beispiel, wenn ich mit der Leitstelle kommunizieren möchte, können wir einzelne Statustasten senden. Das heißt also, wenn wir an der Wache sind, haben wir immer die Status 2. Sind wir irgendwie nicht einsatzbereit, weil gerade ein Auto defekt ist, haben wir Status 6. Beim Funken gibt es einige Regeln zu beachten. Zuerst prüfen wir, ob gerade niemand auf dem Funkkanal spricht. Ist dieser frei, können wir sprechen. Da gibt es natürlich auch einige Regeln, die wir beachten müssen. Heißt für uns im Umkehrschluss, wir können nicht einfach sagen, ey, Jungmann, komm rüber, sondern wir rufen denjenigen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sitzen hier im EEW und wir möchten gerne den Gruppenführer vom Elef haben. Dann sagen wir Gruppenführer Elef, den wollen wir haben, von Gruppenführer ELW kommen. Mit dem Wort kommen beende ich meinen Funkspruch und warte auf Antwort des anderen. Der wird sich dann auch melden. Zum Beispiel würde er sagen, hier Gruppenführer Elef, kommen. Dann kann ich ihm sagen, was ich möchte. Wichtig dabei ist immer kurz, präzise und sachlich zu formulieren. Über Funk werden generell nur Fragen, Befehle oder Meldungen übermittelt. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen beim Digitalfunk, wenn wir mit jemand anderem sprechen müssen und unseren Funkspruch abgeben möchten, müssen wir mal ein bisschen warten. Das heißt, ich denke vorher darüber nach, was ich sagen möchte, drücke dann den Knopf, zähle im Kopf bis von 21 bis 23 und spreche erst dann, damit das Gerät Zeit hat, die Verbindung aufzubauen. Melde, Videodreh abgeschlossen. Ende.